sind als Buchautor und auch im Filmbereich tätig und das hat einen Hintergrund. Sie haben im Jahr 1985, wenn ich richtig informiert bin, eine Nahtoderfahrung erlebt und Sie möchten Impulse aus dieser Erfahrung und aus Ihren Erkenntnissen weitergeben. Über diese Erfahrung und auch über die weitreichenden Folgen für Ihr Leben möchte ich gerne mit Ihnen sprechen. Zunächst aber möchte ich Sie bitten, noch einmal zu erzählen, wie es damals zu dieser Erfahrung gekommen ist. Ich war ein Jahr in der Schweiz zu einer Ausbildung und in Berlin hier schon einige Jahre verheiratet. Wir waren relativ jung natürlich noch. Und diese Ausbildung, die ich in der Schweiz gemacht habe, war meiner Frau nicht so ganz recht, weil die lange Zeit der Trennung ihr nicht recht war. Das passte irgendwie nicht. Sie ist so eher der häusliche Typ und ich bin der spontane Typ, der in die Welt hinaus geht. Und es war so, das letzte Telefonat, was wir hatten, bevor ich nach Hause fuhr, die 950 Kilometer am Stück, war irgendwie anders als vorher. Ich habe irgendwas in der Stimme gehört, dass etwas nicht passt, dass etwas nicht stimmt. Sie haben Ihre Frau aus der Schweiz angerufen. Genau. Und nach so langer Zeit spürt man ja, dass irgendwas nicht passt. Ne? Da sind alle Alarmglocken bei mir angegangen und ich bin ins Auto und nach Hause gefahren und eben etwas früher erschienen und habe sie dann in Flagranti erwischt. Und dieser Moment war, wie soll ich sagen, wie ein Stich ins Herz. Das hätte ich also nicht erwartet, obwohl ich in dieser Ehe auch nicht der absolute Engel war. Also es gehören ja immer zwei dazu, wobei heute eben die Schuldzuweisung überhaupt nicht mehr vorhanden ist. Ja. Aber dieser Moment hat mich so mitgenommen, dass ich dermaßen, wie der Berliner sagt, von der Rolle war, dass ich nach draußen gegangen bin und wusste nicht mehr, was ich tun sollte. Und überlegte, in diesem Moment saß dann auf so einem Stein im Rasen an der Seite da an dieser Straße. Und da überkam mich ein Gefühl der absoluten tiefen Leere, die ich so noch nie empfunden hatte. Und diese Leere hat mich mehr erschreckt, diese Fähigkeit in diesem Moment, hätte ich eine Waffe, ich hätte geschossen. Ohne mit der Wimper zu zucken. Und das hat mich so erschreckt über mich selbst, dass ich dann ins Auto gestiegen bin und habe mit einem Staubsaugerschlauch, das war damals dieser alte Golf noch mit dieser Heckklappe, habe ich dann die Auspuffgase reingeleitet und dann in ein Waldstück gefahren, ne, vorher, wo man nämlich fast nie finden könnte. Das Ganze in der Nähe hier gewesen und das lief dann so ab, dass ich den Motor angelassen habe und Tür zu und habe das eingeatmet und das hat keine zwei Minuten gedauert und habe mir gesagt, mach den Motor aus, das hältst du nicht aus. Das ist so ein absoluter schwerer Geruch und bei dem Verbrennen eines Liters Benzin entsteht ja wohl fast ein Liter Wasser und es ist dann innen drin beschlagen. Es sieht aus, als wenn es geregnet hat, von innen. Und machte dann auch die Tür auf und holte tief Luft, aber der Wille eben, diese Sache, diesen Schmerz zu beenden, der war ja immer noch da. Denn es war ja einfach für mich ein Ausweg, ne? Ein Ausweg aus diesem Schmerz. Es war kein, da gehört auch kein Mut dazu, jedenfalls in meiner Situation nicht. Und dann stieg ich wieder ein und startete wieder den Motor und das blieb dann, das drehte sich so im Kreise im Kopf. Also ich dachte immer wieder dann, mach den Motor aus. Aber aus dieser Schleife bin ich nicht mehr rausgekommen. Sie haben das dann tatsächlich mehrmals gemacht. Ich habe es mehrmals gemacht, ja. Und diese Schleife beendete nicht. Das war einfach so eine Endlosschleife. Und ich bin da nicht mehr rausgekommen. Und dann wurde es still. Dann wurde es einfach ruhig. Und aber
ich habe mich immer noch als existent empfunden. Und der Gedanke da war irgendwo, du müsstest doch tot sein, was, ihr müsstet doch jetzt ein Ende, ne? Einfach zu Ende, aber es war nicht zu Ende. Und dann kam etwas auf mich zu, also ich fühlte mich sehr warm und aufgehoben. Noch nicht diese, die immer beschrieben wird, diese absolute Liebe, die waren noch nicht da. Es war wie so eine Art Übergang. Aber das Gefühl der Leere, des Schmerzes war weg. Das war weg, ja. Das war wie eine absolute Erlösung, wie eine Befreiung halt, ne? Also der Schmerz war weg. Und es war aus heutiger Sicht, da war ich dann schon nicht mehr hier irgendwo. Ich kann es anders nicht beschreiben, es ist sehr schwierig. Und dann kam dieses Licht auf mich zu und ich wusste sofort, das ist mein ewiger Begleiter. Und der Name Jonas stand im Raum, den habe ich ihm nicht gegeben. Er stand einfach im Raum, er war körperlos. Und die unerwartete Begegnung mit dem Lichtwesen erlebten Sie also als etwas völlig Vertrautes. Und auch der Name war sofort gegenwärtig. Genau. Genau. So, ich wusste sofort, dass er viel mit mir schon zu tun hatte. Mein Leben war ja schon sehr schwierig und in früheren Zeiten mit Missbrauch behaftet und die Folgen, die sich daraus ergeben, man ist halt anders. Aber nochmal um dieses Erleben. Ich spürte wie eine Art Schwelle. Also nicht physisch, aber es war irgendwie eine Schwelle da, über die ich schreiten wollte. Und das hat er nicht zugelassen. Und er hat mir gezeigt, komm, ich zeig dir die große Bühne des Lebens. Und durch ihn durfte ich in diese Bühne des Lebens schauen und war natürlich absolut überwältigt. Und dann kam auch diese große Liebe dazu. Ich habe kein Licht in dieser Form gesehen. Ich habe ein riesen Panoramabild gesehen, rundherum, um mich, oben, unten. Ich war eigentlich mittendrin und habe die Bühne, wie alles funktioniert, wie und warum, was ist, was miteinander zu tun hat und welchen Sinn das macht. Das war so überwältigend, dass ich natürlich da hin wollte. Und das hat er nicht zugelassen. Und Dieses, es war keine Abwehrbewegung, es war eher so ein, so als wenn jemand laufen will und jemand hält die Hand denn so hin und sagt, stopp hier nicht weiter. Das war keine ausgesprochene Sache. Ne? Ich war völlig aufgelöst, dass ich nicht weitergehen durfte. Und er sagte dann nur, es ist kein Sprechen natürlich, er sagte nur, du bist hier noch nicht fertig. Du hast hier noch etwas zu suchen. Etwas zu finden. Natürlich wollte ich wissen, was. Da sagt er mir, wenn ich dir das sage, ist es, als wenn ich aus einem Buch vorlese, dann hast du es nicht verinnerlicht. Du musst es erfahren, mit all den Schmerzen, so wie jetzt. Ich sage nur eins, du wirst dich wundern, wer dir dabei hilft. Dann war dieser Moment, wie soll ich den beschreiben, des Verhaltens, also ich war enttäuscht halt, ne? Und dann habe ich natürlich wieder dann in dem Moment, wie als wenn man einen Lichtschalter umlegt, mich in meinem Körper wiedergefunden, neben dem Auto liegend mit diesen, wenn man hier diese Elektroschocks bekommt, ich weiß nicht, wie das heißt. Defibrillator. Ja. Und spürte diesen Wahnsinn, den Schmerz. Das ist so, als wenn einer, wenn man mit einer Keule was auf die Brust bekommt und wollte natürlich dann mich wehren und so weiter. Konnte aber nicht. Ne? Darf ich an dieser Stelle noch einmal auf Jonas zurückkommen? Wie haben Sie ihn erlebt? In vollkommenem Vertrauen, in der Bereitschaft, ihm bedingungslos zu folgen? Bedingungslos folgen, absolut ja. So wie sich heute darstellt, ich konnte es ja damals nicht ausdrücken, er ist ein Freund aus höheren Sphären, wenn ich so beschreiben will. Diesen Wort Engel oder Schutzengel, den mag ich nicht so. Der ist irgendwie mit verschiedenen anderen Dingen behaftet, also absoluter Schutz und so weiter. Und er führt mich, so ist es nicht. Er führt mich nicht. Ich muss meinen Weg alleine gehen. Er gibt mir Hinweise, wenn es denn meinem Entwicklungsstatus entspricht, dass es etwas bringt, dass er mir etwas sagt.
Aber die freie Wahl habe ich mit meinem freien Willen immer, wo ich lang gehe. Und wenn es dann nicht klappt, na okay, dann hole ich mir hier im Leben die Beulen, die man dann braucht. Und dann kommt der Kommentar. Ne? Haben Sie auch so etwas wie einen Rückblick auf Ihr Leben erlebt, vielleicht verbunden mit einer Form von Bewertung? Nein, nein. Er hat überhaupt noch nie bewertet, auch da nicht, in dieser Zeit nicht. Er stand da als ja, Beobachter, Begleiter, nicht eingreifen dürfend, über etwas traurig sein, und aber nicht eingreifen dürfen, weil der freie Willen ist oberste Maxime. Sie hatten nun also diese Nahtoderfahrung im Herzen. Wie ging es dann weiter, beruflich, vor allem auch in Ihrer Beziehung? Also meine Frau, da stand die Scheidung an, das ist klar. Wir haben uns nachdem nie wieder gesehen. Das war für mich sehr schwierig. Ich musste natürlich neu anfangen, komplett neu anfangen. Das warf mich dann noch mehr in finanziell ertragmäßige Arbeiten hinein, also wieder etwas weg. Also es war so eine kleine Zickzack-Geschichte. Aber der Eindruck blieb eben, was kann ich damit jetzt tun, mit diesen Erfahrungen, was kann ich damit machen? Ich war schon als Kind, als Jugendlicher anders als andere, ein bisschen außen vor und so weiter. Und jetzt auch wieder, also in irgendwelchen Sphären sich bewegend, wo andere nichts mit anfangen können, habe natürlich auch viel davon gesprochen und mir dann eben böse Blicke im günstigsten Fall eingefangen und habe dann eben geschwiegen. War Ihnen der Begriff Nahtoderfahrung damals schon bekannt? Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Das war einfach ein Thema, ein Tabuthema, wie eben auch Missbrauch ein Tabuthema war zu dieser Zeit. Heute ist es zum Glück anders. Und dann habe ich angefangen, im Internet zu suchen über solche Dinge und bin dann auch auf diesen Begriff Nahtoderfahrung gestoßen und habe mich dann mal hinausgewagt beim Union Hilfswerk, da gibt es eine Nahtod-Gruppe und bin dort Mitglied geworden und habe eben Gleichgesinnte getroffen, konnte da ohne Gefahr in eine Ecke gestellt zu werden, der ist nicht ganz dicht oder so, ne? Das ist da nicht. Wann haben Sie sich dieser Gruppe angeschlossen? Das ist jetzt etwa 5 Jahre her, vier, fünf Jahre etwa. Sie waren also Jahre oder Jahrzehnte in diesem Schwebezustand, mit niemandem reden zu können und auch selbst nicht so genau zu wissen, was Sie da eigentlich erlebt haben. Richtig. Ich war da irgendwo, mit welchen Eindrücken, mit denen war ich alleine, in mehr oder weniger. Ne? Man möchte ja davon erzählen, es ist so, als wenn Sie jemanden berichten davon, Sie waren auf dem Mond und da ist wunderschön und er sagt, ja, also die Erde ist noch eine Scheibe. Also diese Diskrepanz, ne, die Sie da erleben, Sie wollen von etwas berichten, was der andere nicht annähernd fassen kann. Ich habe ja Verständnis dafür, ich war ja vorher nicht anders. Ihr Suizidversuch, kam der sozusagen aus heiterem Himmel oder gab es da in Ihrem Leben vorher auch schon andere Situationen, die Sie irgendwie auf so einen Gedanken, sagen wir mal, vorbereitet haben? Vorbelastet kann man vielleicht sagen, ja. Ich habe ja die Nachkriegszeit erlebt, bin 50 geboren und da gab es ja dann auch nicht viel zu beißen. Und es waren dann Kellerwohnungen, in denen man lebte mit zu vielen Personen. Und mein Vater war ja in russischer Gefangenschaft, 3 Jahre wohl, hat aber nie davon berichtet. Also ich weiß auch nicht, was er da erlebt hat. Und wir wohnten dann in einer Kellerwohnung und das war doch sehr, sehr eng. Und wir hatten aber nie ein herzliches Verhältnis, so wie ich zu der Oma oder zu der Mutter hatte, sondern es war immer verhalten. Das ist wahrscheinlich dann seine Erlebnisgeschichte aus dem Krieg, weiß ich nicht. Und dann fing er an, übergrifflich zu werden. Da war ich 5. Ein Tag vor meinem 5. Geburtstag fing es an. Das weiß ich deshalb so genau, weil es ein Tag davor war. Und meine Mutter bekam davon nichts mit. Es war ja, wie soll ich es beschreiben, es ist ein Eingriff in eben das Urvertrauen. Das ist beim ersten Mal sofort weg. Deshalb nachher dann die Geschichte und die Bedeutung
über das Urvertrauen überhaupt wieder zu gewinnen. Ne? So. Diese Geschichte ging etwa 2 Jahre. Auch da wollte ich dann meiner Tante damals etwas erzählen und habe mir dann eine Watschen eingefangen, wie ich denn sowas behaupten kann. Und diese Doppelmoral, die mein Vater dann auch immer an den Tag gelegt hat, du musst immer ehrlich sein, offen und so weiter. Und was er gemacht hat, war etwas völlig anderes. Da haben sie nicht nur einen Knoten im Kopf, sondern tragen diesen Zwiespalt in ihr Leben. Dieses, ja, wie jetzt? Und diese Auswirkungen dieses Missbrauchs sind bei mir so oder waren bei mir so, dass ich vielfach dann sehr aggressiv wurde, ohne besonderen Anlass. Auch dann auch in meiner Ehe nachher. Habe also Leute verletzt, ohne es zu wollen. Und die konnten natürlich damit nicht umgehen. Ich aber selbst auch nicht. Also ich konnte es nicht steuern. Ich habe mich entweder in mich total zurückgezogen. Also man muss sich mal vorstellen, bei einer Feier, und da sitzt ja jemand in der Ecke und ja, der mault ja nur. Das ist der Eindruck, der mault nicht. Der ist nicht mehr da. Der ist woanders in dem Moment, ja. So kann man es vielleicht beschreiben. Und dann wird man natürlich als Sonderling abgestempelt. Dann hat man das doch schon schwierig im Leben durchzukommen und mit den anderen Freunde zu finden etc. Man rutscht dann immer wieder in dieses Fahrwasser hinein. War dann in der Lehre auch so, ist eigentlich in meinem relativ gesamten Leben dann so gewesen. In der Ehe führte sich das fort, ohne dass sie da eine Schuld daran hatte. Ich habe da nie drüber gesprochen. Ich kann Ihnen heute auch nicht sagen, warum nicht. Das war zu früh vielleicht. Heute kann ich darüber reden, ohne da emotional abzurutschen. Damals war es anders. Hätte ich es nicht übers Herz gebracht. Ich habe eher lieber diesen Kloß im Hals behalten, als mich darüber zu äußern. Und im Nachhinein kann ich sagen, dass dieser Suizid, also dieses Ereignis mit meiner Ex-Frau, jedes andere Ereignis hätte sein können. Das lag schon in mir drin. Dieses Ereignis hat es zur Auslösung gebracht. Es hätte jedes andere Ereignis dieser Schwere sein können. Und im Nachhinein habe ich dann natürlich auch festgestellt, nur für mich natürlich alleine, warum ist das so? Diese ganze Geschichte nimmt einen so mit, dass man das wie Pandoras Büchse, diesen Ausdruck kennen Sie, ne? Man macht die nicht gerne auf. Man will das da drin behalten, aber da klopft immer wieder einer an und will dann raus und irgendwann bricht es aus. Und die Furcht, als ich dann da saß und dieses kalte Gefühl in mir hatte, nach diesem Ereignis, hat mich so erschreckt, dass ich dachte, wenn du so weitermachst, gibt es eine Katastrophe. Weil du bist hier ein potenzieller Massenmörder oder was auch immer. Ja, also ne, irgendwo macht dich jemand an, du explodierst, unkontrollierst, schießt den über den Haufen. Das muss ich verhindern. Dann habe ich angefangen, eine Therapie zu machen. Die war nicht erfolgreich. Nach der Nahtoderfahrung? Nach der Nahtoderfahrung, ja. Nach dem Krankenhausaufenthalt. Der war 4 Tage lang. Da kam dann meine Ex-Frau noch hin und brachte mir dann zu lesen und sagte mir, sie hat die Liebe ihres Lebens gefunden. Das war dann der letzte Hammer. Also in dieser Situation zu sagen, war fatal. Und danach begann ich auf Anraten des behandelnden Arztes eine Therapie, die mich auf völlige Abwege geführt hat. Der Therapeut, den kannte ich übrigens schon vorher, über meine Ausbildung war über die Fliegerei, der war Flieger. Wir hatten hier in Berlin einen Stammtisch und so kannten wir uns. Und der hat gesagt, na komm dann in die Therapie, und der kannte auch meine Ex-Frau. Und seine Bemühungen waren voreingenommen. Er hat dann mein Ego zu versuchen zu stärken und gegen meine Ex-Frau geschossen. Und habe gesagt, das geht in der Therapie gar nicht.
Weil ich habe nämlich zwischenzeitlich dann, kurz vorher, mit einer psychologischen Ausbildung angefangen und habe die Grundlagen gesehen und diesen Fehler gesehen, den er dann machte. Er spricht heute noch nicht mehr mit mir. Ich habe mich dann eben zurückgezogen von diesem Gedanken, eine Therapie zu machen, weil dieses ganze Suchen in der Anamnese, in dem Rückläufigen und so weiter, nicht funktionierte. Und ich habe ihm dann von diesem Nahtoderlebnis erzählt, da war der gar nicht drauf. Also haben wir aneinander vorbeigeredet und es war dann sinnlos weiterzumachen. Dieses wieder zurückgreifen für mich in diese Begegnung mit Jonas hat dann die Türen geöffnet. Hat dann den Versuch, bei mir habe ich dann den Versuch gestartet, eben mich dahin weiter zu orientieren, eben das anzunehmen. Und dann habe ich gemerkt, dass ich auch nur dann etwas bekomme, wenn ich die Tür aufmache. Das heißt, Sie haben das Erlebnis zunächst auch selbst nicht vorbehaltlos annehmen können. Ja, das war so ein Schwebezustand. Es war eben, naja, es ist da, aber es ist nicht greifbar für mich. Ich will eigentlich dahin, aber weiß nicht wie. Äußern darf ich mich nicht darüber. Mit wem kann ich mich anvertrauen? Dann kam diese Nahtodgruppe dann später hinzu, dann ging es etwas besser. Also es war ein sehr, sehr langer Prozess. Die einmal kurz geöffnete Tür bei dem Nahtoderlebnis zum Himmel wieder richtig selbsttätig aufzumachen. Weil es war auch eine gewisse Furcht. Du begegnest wieder dieser Geschichte, die du dann da hattest. Das war ein überwältigendes Erlebnis. Das prägt, das war, als wenn es gestern war. Ja? Waren Sie eigentlich ein gläubiger Mensch oder in ostdeutscher Tradition eher atheistisch ausgerichtet? Absolut, 100.000-prozentiger Atheist. Ich habe meine Einsehnung genossen als Jugendlicher natürlich in der evangelischen Kirche, in der ich jetzt übrigens mal wieder war und ganz andere Eindrücke aufnehmen konnte. Und durch dieses Ereignis kamen Bedenken an mein Verhalten. Also an dieses Atheistische, an dieses Ablehnende alles Göttlichen, sage ich mal. Ne? Da sind ja viele auf dieser Schiene, die dann sagen, gibt es nicht und, ne? Und. Also ich verstehe heute natürlich als ehemaliger Atheist, warum die Leute so handeln. Es ist eine gewisse Ablehnung, Angst oder etwas Fremdes dabei und sie auf etwas einlassen, was man nicht greifen kann. Ne? Ich bin nicht gleich in die andere Richtung gegangen, sondern wieder in verschiedenen äußerlichen Dingen. Ich habe Firmen gegründet, aufgemacht und also habe mich also nur mit materiellen Dingen befasst. Es war auch eine Art ja, finanzieller Druck da, denn ich habe ja für diese Ausbildung alles auf eine Karte gesetzt und war mittellos und musste wieder Geld verdienen. Und in diese Glaubensrichtung war das nicht möglich, also musste ich zwangsläufig in eine andere Richtung wieder gehen, also materielle Dinge. Und dann kam etwa 12, 13 Jahre danach, also ich hatte dann eine neue Beziehung auch, und danach kam ein fünfjähriges Mädchen in mein Leben. Vorher schon natürlich, das war die Schwester meiner Lebensgefährtin, also meine Nichte wäre das dann. Zwar nicht blutsverwandt, aber meine Nichte. Und bis 5 Jahre hat sie mich überhaupt nicht angeguckt. Und dann kam sie einmal bei einem Kaffee trinken bei den Opas, dann kam sie auf mich zu und kuschelte sich an und ging mir von da ab nicht mehr von der Pelle. So, ich wusste erstmal nicht, wie ich mich verhalten sollte, weil ich ja so eine Begegnung nicht hatte. Ich habe selber keine Kinder und ja, nahm sie in den Arm und naja, wir waren dann viel zusammen. Die war oft bei mir, also bei uns dann noch und dann kam einmal, wie Kinder das ja dann immer so gerne möchten, da möchte ich mal schlafen. So, das war dann auch so mit 5 Jahren, war noch nicht in der Schule und die krabbelte dann unter meine Decke und es passte meiner Partnerin überhaupt nicht. Da war Eifersucht oder ich weiß es nicht oder dachte die dann, ich fummle an der Kleinen herum oder so. Ne? Weil meine Partnerin kannte meine
Geschichte, meine Missbrauchsgeschichte nicht. Also sie hätte da keine Schlüsse ziehen können, aber es war eben so. Und ich ging dann Wut und Brand aus dem Schlafzimmer raus, ins Wohnzimmer, in so einem Notklappbett, was ich mir da gebaut hatte, 70 cm breit nur, so ein Gästebett. Und legte mich da schlafen und ließ die beiden zurück. Nach einer halben Stunde stand der Wurm vor mir. Kann ich bei dir rein? Zack, rein. Ne? So. Jetzt machen sie das mal auf 70 cm. Und dann so ein kleines Würstchen. Ne? Also ich habe immer Angst gehabt, ich zerdrückt die. Und dann aber ganz eng angekuschelt so rum und den Arm dann. Und dann die Finger hat sie dann so um meine Hand gelegt. Und nach 2 Minuten fingen dann die Finger so leicht an zu zucken. Und dann dachte ich, jetzt gleitet sie in den Schlaf rüber. Und da war bei mir so ein Punkt, wo ich gedacht habe, und diese Déjà-vu zu dieser absoluten Liebe, zu dieser vorbehaltlosen Liebe, die so ein Kind zu geben in der Lage ist. Die wissen ja nicht, was da passieren kann. Also dieses ohne Vorbehalt, ohne etwas zu fordern, Vertrauen zu schenken. Also Urvertrauen. Und an diesem Punkt war dieser Moment mit Jonas wieder da. Du musst etwas wieder suchen. Und das war das Urvertrauen. Und dieses kleine Mädchen hat mir das gezeigt, wie Urvertrauen aussieht. Und es hat mich so überwältigt, dass ich dann ab diesem Zeitpunkt den Schwenk bekommen habe. In diese, ja, ich sag mal, Glaubensrichtung, ne? Oder zum Göttlichen hin. Das war der Wendepunkt an dieser gesamten Geschichte. Auf Ihrer Homepage schreiben Sie, Zitat, mir geht es saumäßig gut, seit ich vom Atheisten zum Himmelversteher geworden bin. Inwiefern hat Ihre Nahtoderfahrung Ihr Weltbild verändert? Was hat sich da im Rückblick getan? Es war entscheidend dafür. Hätte ich das nicht gehabt oder hätte ich dieses ja, fatale Ereignis nicht erlebt und dann die Folgen eben Suizid und Nahtoderlebnis nicht gehabt, wäre ich heute noch der ausgemachte Atheist. Das kann man so ganz klar beantworten. Es war wie ein Tritt in den Allerwertesten sozusagen. So ist seine letzte Chance vielleicht, ja. Und jetzt kehr mal endlich um. Warum, kann ich nicht erklären, warum das so ist. Ich werde diesen tiefen Einblick erst später haben, wenn ich nicht mehr hier bin, weil meine Kapazität reicht dir dafür nicht aus, um das zu fassen. Ich habe dann natürlich wirklich dann die Tür zum Himmel aufgemacht und offen gelassen. Das ist übrigens diese Bezeichnung, die man hier sieht. Ne? Tür etwas geschlossen, etwas auf und immer weiter auf. Das ist so dieser Weg, der dann das so zeigt und so weiter. Heute ist die Tür weit auf, also eigentlich habe ich die Tür aus den Angeln gehoben und da beiseite gestellt und habe intensive Gespräche, weil es sind ja Herzensangelegenheiten und kein wörtliches Gespräch, wo ich dann immer da sitze und Fragen an Jonas habe und er mir dieses Bild, was ich mal wahrnehmen durfte, was ja mit vielen Lücken behaftet war, weil ja mein Verständnis nicht da ist für die oder diese Dinge oder Zusammenhänge, immer wieder mehrere oder weitere Zusammenhänge bekomme oder eigentlich Klarheiten, absolute Klarheiten durch seinen wirklich scharfen Pragmatismus. Also da kommt nichts von blumigen und alles schön und du bist hier nur auf der Wiese. So ist es ja nicht. Und diese Gespräche sind so intensiv, dass ich dann irgendwann mal darauf gekommen bin, schreib die doch mal auf. So bin ich dann zum Schreiben gekommen. Da ich keine dicken Schinken mag, selber nicht lese, habe ich gesagt, okay, ich möchte das so weit herunterbrechen, weil es ist ja ein komplexes Geschehen, was ich da übertragen möchte, was aber so nicht möglich ist. Also muss ich es runterbrechen auf einfache, verständliche Worte in Kürze. Und deshalb schreibe ich Kurzgeschichten. Wie kann man sich denn diese Gespräche mit Jonas in der Praxis vorstellen? Sie haben eine Frage im Herzen und wenden sich damit an Jonas.
in dem Sinne, dass ich mich einem Thema widme, wie zum Beispiel Ego oder Sucht oder was auch immer, nur mich auf dieses Thema konzentriere und in diesem Dialog mit Jonas eigentlich mein Problem, was ich dann damit habe oder äußere, wo ihr mir dann eben dementsprechende Tipps gibt und die gebe ich darüber dann weiter. Am Anfang habe ich dann einfach dann aufgeschrieben, also im Nachhinein, wie das Gespräch lief und oftmals habe ich ja dann keine Lösung. Es ist einfach nur so ein kleiner Wegweiser oder so. Ich muss daran arbeiten. Also er sagt, ich muss arbeiten, er gibt mir vielleicht einen Hinweis. Mehr darf er und will auch nicht, weil sonst würde ich zu viel Wissen mit zu wenig eigener innere Entwicklung angehen und das wäre fatal. Da würde ich dann nicht klarkommen, ne? Ich würde dann Unfug machen. Das ist also, da bin ich auch mit meiner Ungeduld, stoße ich da immer hin an und so. Und dann gibt es dann heftige Auseinandersetzungen, sage ich mal so, freundschaftliche, klar. Aber die Gespräche sind nicht so heichi-deichi, eier, popeia. Ne? So laufen die nicht. Es ist also ein innerer Dialog. Es ist ein innerer Dialog, der hier innen stattfindet. Heute mache ich das dann so, weil es dann schneller geht. Ich habe dann ein Mikrofon und kann dann direkt das reinsprechen und kann das besser nachvollziehen, was er dann gesagt hat. Und so geht es dann viel schneller. Sie sprechen das, was Sie in sich hören? Ich spreche das dann wörtlich aus. Das wird dann auch nochmal wahrscheinlich per Video dann auch so veröffentlicht werden, in einem wirklichen Dialog mit einer dann fremden Stimme. Entsprechen die Empfindungen, die Sie während dieser Gespräche mit Jonas haben, qualitativ denen, die Sie damals in Ihrer Nahtoderfahrung hatten? Es ist identisch. Es ist wie, als wenn ich in diesem Moment bin und mit ihm dann spreche. Er hat mich natürlich damals abgewiesen, was für mich überhaupt nicht toll war. Und heute habe ich ja den Grund gefunden, warum ich zurückgehen musste. Ich habe immer noch aber nicht die Lösung. Ich könnte sagen, naja, ich bin jetzt fertig, jetzt hol mich nach Hause. Da scheint immer noch irgendwas zu sein, was dann noch unlösbar rumläuft. Ich weiß es nicht. Ich bin heute für jeden einzelnen Tag dankbar. Jeden Morgen denke ich daran, an diese Gespräche. Ich führe nicht jeden Tag Gespräche, aber 2, 3, 4 Mal die Woche. Und arbeite dann eben an den Dingen, die mich bewegen, ne? Die mich in, also zum Beispiel im Dialog mit anderen Menschen auch anders umgehen lassen, mit mehr Gelassenheit, mit viel mehr Verständnis, weil ich ja auch den Einblick immer mehr haben darf, wie und warum was mit wem zusammenhängt. Auch dann rückgreifend nochmal in die Schuldfrage zu meinem Vater, um ihm verzeihen zu können. Weil für mich ist im Nachhinein klar geworden, dass auch er nur ein Opfer war. Opfer seiner Neigungen. Das war eigentlich nicht so mein Vater, sondern das war die Neigung, mit der ich damit zu tun hatte. Also er war auch Opfer. Er hatte die Grenzen nicht erkannt, ne? So kann man sagen. Also dieses Verständnis, warum jemand was tut und muss ich nicht unbedingt ergründen, aber ich kann Verständnis dafür aufbringen, was ich früher überhaupt nicht konnte. Sie formulieren einleitend als Hinweis zu Ihren Büchern, Zitat, die Gespräche mit Jonas weichen oft von dem ab, was üblicherweise geschrieben wird, weil Jonas eine ganz andere Übersicht hat, als wir aus unserem menschlichen Blickwinkel jemals haben könnten. Welche Erkenntnis kommt Ihnen da beispielsweise spontan in den Sinn, von der Sie sagen würden, aus mir heraus hätte ich so etwas nie in dieser Form betrachtet? Können Sie da ein Beispiel nennen? Mich hat sehr beschäftigt der Todeszeitpunkt, woran der festgemacht wird. Und landläufig ist die Meinung oder bewiesen oder die Forschung läuft dahingehend, dass wenn der Hirntod eingetreten ist, dass keine Hirnaktivitäten mehr nachweisbar sind, dass dann der Tod eingetreten ist. Von Jonas weiß ich Folgendes. Ja und nein, weil der Hirntod an sich ist etwas Physisches. Und dieses Seelenleben, wir trennen ja, oder er trennt ja explizit Menschsein von Seelensein, von Paradiesgeist und weiter,
gehend, aber wir bleiben beim Menschsein und Seele, was eine Wechselwirkung hat in Inkarnation hinein. Und die Seele muss sich dann irgendwann lösen. Und das ist eine ganz andere Geschichte als der physische Hirntod. Viele sprechen ja von dieser Art Silberschnur oder Band oder so. Das ist ja ähnlich beschrieben. Das ist aber sehr diffus und ich wollte es genau wissen, wo ist denn jetzt die Stelle, wo die Verbindung angedockt ist sozusagen zwischen diesem metaphysischen und diesem physischen Bereich. Und das liegt im Zwischenhirn und ist eine Art Magnetstelle. Und wenn jetzt der physische Körper stirbt, lässt diese Energie nach innerhalb von 6 bis 8 Stunden bei einem normalen Tod, nicht bei einem Unfalltod. Und diese Energie lässt langsam nach und wenn die nachgelassen hat, löst sich diese Verbindung und die andere Seite entschwindet, sage ich mal mit meinen Worten. So ist dieser Vorgang und dann ist auch der Tod, wenn derjenige über diese Schwelle, die ich ja mal erlebt habe, übertritt, dann gibt es keine Rückkehr mehr. Vorher ist unter Umständen noch ein Rückholen oder eine Rückkehr möglich, solange noch diese Stelle eine annähernde Verbindung hat. Was ist Ihr großes Gesamtbild? Das Sterben ist ein Lösungsprozess? Und welche Bedeutung hat unser irdisches Leben im großen Gesamten des Seins? Die Menschen müssen hier lernen. Sie kommen aus dem Bereich, sie waren sogenannte Paradiesengel, aber eben unvollkommen, mit gewissen Lichtanteilen ausgestattet. Und die sind trotzdem alle unvollkommen. Wir sind in einer unvollkommenen Welt. Wir sind hier, um wieder zurückzukehren in diese Lebensebene. Jetzt sagt er mir, stell dir Strahlung als solche vor. Die niederfrequente Strahlung bis zur Gammastrahlung. Wir sind in der niederschwelligen Strahlung und sind dort lebensfähig. Mit unserem Lernen und im inneren Lernen sind wir immer kurzwelliger und sind dann nachher in der Lage, mit diesen kurzen Wellen, das ist vielleicht ein schwieriges Beispiel, in der Lage, in der höheren Lebensebene zu existieren, sonst wären es wir, sonst würden wir die nicht aushalten. Und wir würden sie nicht tragen können. In dem Sinne, dass wir, wie in der Demokratie zum Beispiel, dann bereit sind, den anderen zu stützen, die Gemeinschaft zu tragen und diese ganze Sache als solche zu akzeptieren und auch von innen heraus zu leben. Vielfach und vorher wird ja gefragt, was kann diese Demokratie oder der Himmel für mich tun? Warum geht es mir hier so schlecht? Warum tut er etwas nicht? Aber dass es an mir liegt, daran zu wachsen, das sehen die meisten nicht oder das haben die meisten auch verloren, diese Sicht. Die habe ich ja dann wiedergefunden. Das ist eine komplexe Geschichte, die zusammengehört. Und das ist hier eben diese Welt, in der wir in der Gegensätzlichkeit, in der Polarität, in der menschlichen Auseinandersetzung, in der Reibung miteinander lernen müssen, dass wir damit, wenn wir es gelernt haben, erst dort leben können. Ansonsten werden wir die Inkarnationsreihe fortsetzen, bis wir es gelernt haben. Wie würden Sie denn die Bedeutung von Nahtoderlebnissen einordnen? Ist das, was Nahtoderfahrene beschreiben, tatsächlich ein Blick in das Jenseits, wie es sich nach dem Tod darstellen wird, oder eher ein Übergangserleben? Ich kann es für mich interpretieren, wie ich es dann auch erlebt habe und versuche heute noch umzusetzen. Ich empfinde das als absolute Gnade, so etwas erleben zu dürfen. Es ist eine wegweisende Geschichte, so würde ich es heute für mich auch immer noch sehen, eine Ausrichtung im eigenen Verhalten hier auf Erden. Ich möchte dorthin kommen, das ist ein Ziel. Also es ist mehr als ein Einblick gewesen, sondern es ist prägend für meinen weiteren Lebensweg. Das eigentliche Leben findet dort statt. Hier ist ja Kindergarten. Das kann man so stehen lassen. Hier ist wirklich der Kindergarten. Wir sind in einem riesengroßen Geschehen eingebettet.
Wir haben eine Lebensspanne, auch eine Lebensspanne. Es ist nichts unendlich, auch dort nicht. Es unterliegt Lebenszyklen, die natürlich für uns unendlich sind. Zeit ist da ein völlig anderer Begriff, aber vorhanden. Diese gesamte Lebensbühne, ich habe es mal als Lebensbühne auch jetzt in einem Buch, beschreibe ich das, vom Kulissenschieber, was wir ja jetzt hier sind, sozusagen bis zum Regisseur oder Produzenten aufsteigen dürfen. Dieses Leben hier ist aus der jetzigen Übersicht, und bitte nicht als überheblich auslegen, die Menschen nehmen sich zu wichtig. Das würde ich heute jetzt aus meiner persönlichen Erfahrung mit diesen ganzen Dingen so sagen. Sie nehmen sich in ihrer Rolle zu wichtig. Ja, also in Begrifflichkeiten, die laufen in, wir erforschen das Universum. Dieses Universum ist alles das, was materielle Geschichten sind. Das ist auch wieder in dem sogenannten Wandlungsprinzip eingebettet, ein Wandlungsprinzip, alles was Materie ist, wandelt sich. Also Wandlungsprinzip, woraus wir hier nicht heraus können. Also alles Lebenszyklen, ne? Planeten leben so und so und so und so weiter. Und in diesem gesamten Geschehen nimmt sich jeder Einzelne oft viel zu wichtig. Und das bringt dann viele Schäden mit sich. Haben Sie rückblickend auf Ihr Leben, auf alle die Stationen, auf die Erkenntnisse, den Eindruck, dass Ihr ganzes Leben einer Führung folgt? Die Frage kann ich nicht endlich beantworten. Ich hadere damit, anzunehmen oder vorauszusetzen, dass mein Weg vorgezeichnet ist, wenn Sie das meinen. Es würde keinen Sinn machen, den Menschen einen freien Willen zu geben. Das würde sich für mich widersprechen. Ich ordne das bis jetzt so ein, dass ich gewisse, von Jonas auch, gewisse Leitplanken und zur Führung bekomme. Mein Weg bestimme ich selbst, individuell, das tut jeder andere auch, nach dem, was er mitbringt aus früheren Inkarnationen, aus seinem früheren Davorsein, und um Erlebnisse zu suchen, hier Erfahrungen zu machen. Das sind ja alles nur Erfahrungen, die man dann mitbringt und auswertet. Ich kann es nicht wirklich beantworten. Es ist für mich erstmal eine Suche noch, aber ich würde es so deuten, dass es nicht vorgegeben ist, sondern da nur Leitplanken vorhanden sind, wie zum Beispiel das Elternhaus, und man dann mit seinem, was man mitbringt, zusehen muss, was man daraus macht. Es ist ein Werkzeug, der Mensch oder der Körper ist Werkzeug, und wir sind jetzt hier halten, das Beste daraus zu machen. Es ist wie, ich bezeichne das auch in einem Buch jetzt, wir sind alle Rohdiamanten und müssen selber dran schleifen. Und jetzt kommt es darauf an, in welchem Licht er dann nachher funkelt. Und jeder ist akzeptiert, wie er dann sich entwickelt hat, und jeder wird sich anders entwickeln, und deshalb diese Vielfalt und diese Individualität. Das war, glaube ich, ein sehr gutes Schlusswort. Herr Nikolaus, vielen herzlichen Dank für Ihre Offenheit, viel Erfolg bei allen Ihren Projekten und herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke auch.